Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Mazes Clash Channel. Heute habe ich hier eine Premiere mit meinem Zweitaccount mit Marcelini. Der ist momentan Rathaus 8 und Level 77, also ca. 30 Level von meinem großen Account entfernt. Und entschuldigt bitte die Unordnung, aber es ist gerade noch mein Base Layout aktiviert, bei dem die ganzen Kessel außen spawnen wegen dem Halloween Update. Ich bin mit meinem kleinen Account im Clan Semper Ultima drin. Den haben wir erst kürzlich gegründet und wir sind momentan relativ wenige Mitglieder. Wir haben jetzt gerade Krieg gemacht, noch mit ein paar von unserem großen Clan, von Semper Repmes. Ich war zum Beispiel drin. Und ich zeige euch jetzt den vorherigen Krieg gegen Bibi Bichu, den wir mit 28:20 gewonnen haben. Und ihr seht schon, die Gegner haben hier ein paar Sterne ausgelassen und wir haben dafür im Gegenzug relativ viele geholt. Uns fehlen nur 2 Sterne bei der gegnerischen Nummer 2 und bei der gegnerischen Nummer 3. Also 28 von 30 Sternen geholt. Das ist mal eine ziemlich gute Rate. Und ich fange gleich mal an mit dem allerersten Angriff von Little Qui, der Nummer 10, auf die gegnerische Nummer 9. Und der setzt hier schon sehr, sehr professionell die Barbaren unten an die gegnerische Clanburg, damit die rausgezogen wird, und umrundet sie nun mit seinen Level 1ern Bogenschützen, die da es wirklich schwer haben gegen die gegnerischen Magier. Die Barbaren dienen da noch ein bisschen als Kanonenfutter und schon jetzt sind es nur noch 13 Truppen, die ihm übrig bleiben gegen den Gegner. Wird er es schaffen? Es ist fraglich. Und hier kommen aus der Clanburg ganze 2 Schweinereiter. Und diese Schweinereiter bemühen sich jetzt, die 4 gegnerischen Verteidigungen zu zerstören. Das wird schwierig. Ein Rennen um die Zeit. Der letzte Schweinereiter lebt gerade so noch, arbeitet an der letzten Kanone und hat dann noch einen Mörser vor sich stehen. Während die Barbaren und die Bogen unten schon mit der Aufräumarbeit anfangen, fliegt noch eine Kanonenkugel des Mörsers, der gerade eben gefallen ist. Und da bleiben es keine Verteidigungen mehr übrig. Es ist nur noch Aufräumarbeit für die Barbaren, für die Bogenschützen. Ein wirklich sehr, sehr professioneller Angriff hier von Little Qui, der jetzt nur noch Aufräumarbeit hat. Und da beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen und lassen den Angriff durchlaufen. Der letzte Schweinereiter macht da auch noch seine Arbeit, springt über die Mauern und reißt das Goldlager ein. Sehr, sehr schöne 100% hier für Little Qui und 3 Sterne für uns. Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Damit wir auch ein bisschen was Erwachseneres haben, gehen wir hier mal in Richtung Rathaus 6, glaube ich, dürfte das sein. Und der Angreifer ist diesmal Viper und der Verteidiger heißt Pickleboy. Und die Clanburg ist auch relativ weit draußen und es kommt wirklich schwierig eine Hexe heraus und ein paar Barbaren. Viper zieht die ganze gegnerische Clanburg-Truppen nach oben und umrundet sie genauso wie Qui das gemacht hat mit Bogies. Am schwierigsten ist es da, die Hexe zu zerstören, aber genau da in diesem Moment fällt sie und dann sind die gegnerischen Clanburg-Truppen auch schon Geschichte und Viper hat sich für Riesen entschieden. Von oben kommt er hier mit seinen Riesen und auch in der Clanburg sind Riesen drin und zwar richtig starke 7er Riesen. Ein Wutzauber beschleunigt alle und den Wutzauber nehmen hier auch die Mauerbrecher mit, damit wirklich alle Truppen schön in die Mitte reingelangen. Und da steht auch der Großteil der Verteidigung. Die Mauerbrecher haben hier ihre Arbeit getan und reißen sogar 4-mal Mauern ein. Der Heilzauber in der Mitte auf die Riesen, ganz, ganz klassisch, das braucht so. Und dann fällt nochmal ein Wutzauber, um sie nochmal durch die letzten übrig stehenden Level 5er Mauern hier durchzubeschleunigen. Die Magier laufen alle in einer großen Gruppe links unten rum und cleanen da, während die Riesen tanken und jetzt schon die letzte Damage verursachende Verteidigung auseinandergenommen haben. Und jetzt sehen wir auch schon, es bleibt nur noch die Luftabwehr übrig, die jetzt auch noch gefallen ist. Und jetzt ist es nur noch Aufräumarbeit und wir beschleunigen das Ganze wieder einmal. Die Magier laufen da in einem riesigen Pulk unten rum und jetzt vereinen sich die Magier und die Riesen. Die Magier sind etwas schneller und sprinten da zur Bauhütte und jetzt laufen sie in einem Wettlauf gegen die Zeit und zerstören auch die letzte Bauhütte noch. Also sie hatten eigentlich noch genügend Zeit, aber ja, lassen wir das mal so. Um noch etwas höher zu gehen, würde ich mal sagen, zeige ich noch einen Angriff von mir selber, beziehungsweise von meinem kleinen Account natürlich.
Ich gehe am allerliebsten auf Rathaus 8 mit Drachen. Solange die gegnerischen Luftabwehren Level 5 sind, würde ich sagen, kann ich jeden Rathaus 8er 3 Sternen. Bei Level 6er Luftabwehren wird es dann schon etwas schwieriger. 2 Sterne sind da auf jeden Fall immer drin. Hier gehe ich von der gegenüberliegenden Seite von dem Luftfeger rein, da das natürlich entgegen dem Luftfeger etwas schwieriger ist. Und obwohl die Luftabwehren alle nach links ausgerichtet sind und demnach erst spät von meinen Drachen erreicht werden können, habe ich mich praktisch für die rechts untere Seite entschieden. Und die Luftballons machen da auch ihre Arbeit. Sie fliegen jetzt noch in Richtung der nächsten Luftabwehr. Die untere Luftabwehr wird von einem Drachen weggeräumt und die Drachen in der Mitte sind noch unter dem Wutzauber und der letzte Drache in der Mitte dreht sich gerade noch so in Richtung der Luftabwehr und mit seinem letzten Leben zerstört er diese noch gerade so glücklich, denn wäre das nicht passiert, dann wäre es vermutlich nochmal schwierig geworden. Die Drachen haben sich nämlich nach oben und nach unten aufgespalten und fliegen dann nur noch im Kreise und da hätten sie vermutlich die letzte Luftabwehr nur noch im Augenwinkel sehen können und die hätte ihnen das Leben doch deutlich schwerer gemacht. Aber so war es alles, hat alles gut geklappt. Super 3 Sterne, hat mich natürlich sehr gefreut und werde ich wieder so machen. Und zum Abschluss würde ich sagen, noch das Highlight. Wir haben die gegnerische Nummer 1 3 Sternen können und der glückliche Angreifer war Harmonter, unsere Nummer 2. Der hier mit GoVV reingeht, mit 3 Golems und 8 Hexen und vielen, vielen Magiern. Und der Gegner ist hier Rathaus 9. Eigentlich schon fast alles ausmaximiert, bis auf die X-Bögen, würde ich sagen. Der Sprungzauber kommt hier ziemlich gut gesetzt, erleichtert den Golems da den Weg in die Mitte. Viele, viele Truppen laufen unten rum, aber wie wir schon öfters gesehen haben, ist das gar kein schlechtes Zeichen. In der Mitte noch ein Wutzauber und unten sogar ein Wutzauber, damit der König und die vielen Truppen, die da unten rumgelaufen sind, auch genügend Kraft haben, um da weiterzukommen. Die Bombe wird vom König ausgelöst unten und zerstört die Magier dann nicht. Und in der Mitte ist das Rathaus schon längst gefallen. Die Level 15er Königin macht da auch einen sehr guten Job. Die hat die beiden X-Bögen, die eigentlich erst relativ spät zu erreichen waren, jetzt auseinandergenommen. Und ihr seht schon, oben bleibt nur noch eine Kanone und unten ist der König gerade gefallen, aber da sind noch ein paar Golems und ein paar Hexen unterwegs, genauso wie die Königin, die dann noch ihre Arbeit verrichten. Und Harmonto hat nicht einmal seinen Giftzauber geworfen, heißt die gegnerische Clanburg wurde da ohne Giftzauber zerstört. Oben noch eine Hexe, beziehungsweise zwei Hexen sogar, die an einer Kanone arbeiten und sie schaffen es gerade so, diese Kanone auseinanderzunehmen. Unten bleiben nur noch Hexen und zwei große Golems übrig, oben noch ein paar Skelette und jetzt ist es eigentlich nur noch ein Ankämpfen gegen die letzten Mauern, um dann noch diese drei Verteidigungen zu zerstören. Und da sind die Golems und die Skelette durch die Mauer durch, die Hexen schießen weiter mit ihren Projektilen auf die gegnerische Kanone und die Skelette räumen außen noch die letzten Gebäude weg. 100% sehr, sehr schöne 3 Sterne hier von Harmonter. Und das hat unseren Sieg dann besiegelt gegen Bibiju, was sich wie ein Pokémon anhört. Und Gesamtzerstörung 96,7%. Richtig gute Leistung. Wie gesagt, 2 Sterne nur insgesamt abgegeben. Und ihr seht, der heroischste Angriff war nicht etwa von Harmonter seine 3 Sterne, sondern war Little Quees Angriff auf die Nummer 9. So, das war es auch schon wieder mit der Episode. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Falls ihr selber einen niedrigen Rathaus, ja, ich würde mal sagen, so zwischen 5 und Level 8 habt, seid ihr immer herzlich bei uns willkommen. Wir sind gerade bei Semper Ultimate auf der Suche nach neuen Mitgliedern, die langfristig auch gerne dabei bleiben würden. Immer bitte nur deutschsprachig und über 18. Ihr könnt gerne mal anfragen. Den Hash findet ihr auch in der Clan-Beschreibung. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.